Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück hier auf der Südhämmer. Ist es wieder hell? Ich habe soweit alles wieder gerade gebogen. Ist alles wieder, ne, in Ordnung. Ich habe auch noch vorgespult, krasses eingesammelt. Das hat hier, ne, der Helfer alles in die Heutrocknung, glaube ich, geworfen. Den Heutrockner. Hier ist, glaube ich, auch soweit wieder alles ready. Da ist der. Ja, es ist, ja, ist was reingegangen, aber auch schon was rausproduziert worden. Ne? Was ich jetzt auch noch sagen muss, ich bin noch in der Fortproduktion. Also ich bin noch eine Woche davor, weil ich für mich jetzt die nächste Woche was, ne, vorhabe und mehr oder weniger nicht die Zeit habe zum Aufnehmen. Aber ich sag mal, ich brauche ein bisschen Zeit für das, was ich vorhabe, hier zu Hause bei mir. Und da wollte ich jetzt, ne, einfach mal vorproduzieren. Für 14 Tage halt. Also wir sind jetzt aktuell hier immer noch am 4.1. Gestern habe ich ja, ne, schon aufgenommen für die Woche davor, wenn ihr so wollt. Ja, das war ja das, ne, mit der schönen Kamera. Ich habe hier auch noch, da ist er. Ich habe hier da auch noch mein Logo jetzt mit versucht mit einzubauen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht, was man in OBS alles so basteln kann. Ne? Ich habe mal ausprobiert, ob das funktioniert. Naja, was soll's. Warum stehen wir hier jetzt eigentlich bei den Hühnern? Ja, man sieht da oben, es ist schon ein bisschen Geld runtergegangen. Ne? Ich konnte es ja irgendwie nicht lassen. Ich meine, ich habe keine Schafe gekauft. Das habe ich jetzt nicht. Wollten wir ja auch noch. Vielleicht machen wir das auch noch. Das müssen wir mal gucken. Um Geld zu generieren, brauchen wir hier nicht viel. Also wir haben ja echt... Ich habe aber was anderes gekauft. Erinnert ihr euch noch in der letzten Woche mit dem Drehschemel-Anhänger, den Außenlot-Anhänger? Der war ein bisschen buggy, ne? Ich habe einen Container. Wir haben jetzt hier einen Container stehen. Ich weiß halt auch nicht, ob das gehen wird mit dem Container, wenn wir den hier jetzt absallen, ob wir jetzt Eier reinwerfen können und der das automatisch, sag ich mal, verpackt. Weil das, was man da hinten jetzt sieht, das hier, ich weiß jetzt nicht, ob wir da reinspringen können. Jo, wir können da sogar reinspringen. Also da sind jetzt Eier drin. Auf eine Palette und, ne? Ja, wie gehabt. Und der Wagen ist, oder der Container hier, ist Autoload. Ich hatte mir das gedacht, mach das mal, ist, ne? Ja, warum nicht? Egal. Und ich habe mir gedacht, gut, das können wir jetzt für die Eier, glaube ich, ganz cool brauchen. Müssten wir in der Theorie testen, wenn wir den Anhänger jetzt oder beziehungsweise jetzt den Container jetzt vielleicht sogar auch hier hinstellen. Ob das geht, wenn wir jetzt beispielsweise nehmen jetzt ja auch den, ne, Frontlader-Schlepper und entweder stellen die Paletten davor oder stellen die wirklich da rein. Und er, ne, spawnt die dann im Endeffekt rein. Das müssen wir mal testen, das weiß ich jetzt nicht, ob das geht. Können wir jetzt leider nicht testen, wir haben keine Eier mehr, weil die habe ich jetzt schon reingeworfen. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt alles verschieden jetzt auflädt. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nur Eier geladen hast, ob er denn nur Eier auflädt. Weiß ich nicht. Weil nach Beschreibung geht ja so einiges. Wenn ich mir die Beschreibung so angucke für die Container.
Das sind ja die hier, da geht ja alles, wirklich alles. Ich weiß jetzt noch nicht, dass hier. Ob das jetzt alles Palettenware sein darf, muss, soll. Weiß ich nicht, weil hier hinten ist auch zum Beispiel, das müsste eigentlich Kompost sein. Denke ich. Also loses Kompost. Ich weiß nicht, wie da loses Kompost reingehen sollte. Habe ich jetzt auch noch nicht probiert. Mein Eier sind wir hier vorne, ja. Das Eier geht ja. Das haben wir jetzt probiert. Sehr gut, Klamotten und so was. Das ist auch Palette, ja. Ist eigentlich im Endeffekt alles, was wir vielleicht so in der näheren Zukunft eben testen müssen, ne? Und testen können. So, ich stelle mal die Zeit wieder auf 3. Wird jetzt wahrscheinlich die Woche mal gucken, was wir anstellen. Wir können den mal eben hier. Was habe ich denn jetzt abgekoppelt? Den Container. Dann müssen wir mal den hier. Also ich hatte den Anhänger jetzt absichtlich mehr oder weniger, ne, für einen Schlepper gemacht oder gebaut. Wenn es nicht passt, können wir den immer noch umbauen. Dass wir den mit dem LKW fahren. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich guck mal, ob wir hier jetzt noch ein bisschen Dünger aufladen können. Weil ich hatte jetzt von der letzten Aufnahme her, am Ende der Aufnahme, wo ich aufgehört oder ausgemacht habe, da habe ich hier nochmal ein bisschen Dünger verteilt. Also hier in der Sackgutproduktion ist noch Dünger reingekommen und in der Flüssigdüngerproduktion habe ich auch nochmal was reingeworfen. Und ich habe den danach jetzt auch noch mal vorgespult. Könnte es sein, dass wir hier jetzt noch einen Anhänger voll rauskriegen? Naja, nicht ganz, ne? Aber ich würde sagen, nicht schlimm, oder? Oh, Arbeit beendet. Das ist sehr gut. Nee, das hier kannst du ruhig ausgeklappt lassen. Das brauchen wir nochmal. Also fertig bist du noch nicht. Das, nee. Ich glaube, soweit ich jetzt gesehen habe, ist das jetzt dieses Feld. Und hier die 14. Gut, er bleibt in der ersten Bahn, sehr gut. So, gehen wir mal ein bisschen Geld machen, würde ich sagen. Ne? Wenn wir den leer gemacht haben, können wir auch noch mal bei den Kuhstellen schon mal gucken, ob wir da jetzt auch noch mal ein bisschen Mist holen können. Das wird das auch noch mal auffüllen. So, fahren wir mal bei dem schönen Gefährt hier mal in der Innenansicht. Ne? Ja, ruckel, ruckel. So. Nehmen wir mal ein bisschen Schwung, dass wir hier hochkommen. Oh.
Läuft. Ich habe zwar jetzt gerade so Blinkergeräusch gehört, aber irgendwie zeigt er nichts an. Naja, gut. Ja, dann da können wir doch ein bisschen was mit anstellen, ne? Also falls tatsächlich jetzt in der letzten Woche jetzt irgendjemand mal was reingeschrieben hat oder ähnliches, kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen, weil, ne? Bin immer noch mehr oder weniger am, nicht am selben, aber am nächsten Tag. Wird denn bei der nächsten Aufnahme nachgeholt? Ja, gut. Wir dem mal eben hier stehen. Ich weiß auch gerade nicht, was los ist. Meine Güte. Lassen wir den mal eben da stehen. Vielleicht kommt noch mal hier eine hier Erntemission, ne? Oh, wir können sogar, ne, die 40 sogar abieren. Sollten Sonnenblumen drauf sein. Gut, alles klar. Ansonsten. Nö, nichts fertig. Ja, gut, die 43 wäre auch noch. Aber die ist nur so. Ja. Müssen wir mal im Auge behalten. Wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit soweit sein. Aber könnte man ja theoretisch jetzt ja auch den ja auch schon mal losschicken zu 40. So. Irgendwo ist ja, ist doch keiner.
Was ist denn jetzt los hier mit meiner Stimme, verdammte Scheiße, neins? So. Also ich habe schon viel gesabbelt heute, muss ich auch sagen. Weil die Marsch habe ich auch schon aufgenommen. Ich war noch überlegen, ob ich die jetzt schon hochlade und ich den hier weiter aufnehme. Aber manchmal ist das immer so ein bisschen kriminell. Mache ich das doch, dann geht danach irgendwann in die Hose oder sowas, ist nachher auch blöd. Oder hier, was weiß ich, Rechner kackt mal ab oder so. Man weiß ja nie. Boah, Agatha hat das wieder eilig. Gerste, ja stimmt, Gerste waren nicht drin. Oh, sag gut, 270.000 Liter, meine Füße eins. Ja. Was hatte ich jetzt noch? Ah, jetzt habe ich den großen Anhänger weggegeben, ne? Gucken wir hier nochmal, ob es sich überhaupt lohnt. Gülle würde sich lohnen, ja, dass ich die Gülle weghole, ja. Aber da würde ich tatsächlich auch umrüsten jetzt. Das hier passt, was wir haben. Würde ich jetzt tauschen. Das glaube, das machen wir auch. Habe ich jetzt. Ja, gut. Ist jetzt vielleicht. Ne? Vielleicht auch blöd. Habe ich auf dem Marsch jetzt auch gemacht. Aber wenn man das so möchte, auf der Marsch ist, habe ich den auch dasselbe Fass. Also, das ist da nur weiß und nicht schwarz. Moment, ich muss da mal eben kurz was ausmachen. So, da bin ich wieder. Ich habe auf der Seite meine Heizung, die knappe 2 Meter lang ist. Und da ist ein Regler dran, der automatisch nach einer Uhrzeit gesteuert ist. Also was billig ist. Also ich kann das jetzt nicht per App steuern oder sowas. Das kann ich nur an den Reglern selber einstellen. Das war damals mal irgendwie beim Lidl oder bei dem Angebot die Dinger. Finde ich so ganz in Ordnung. Erfüllt so ihren Zweck. Also ich muss das jetzt nicht mit Handy steuern können oder so ein Scheiß. Das brauche ich nicht. Das so wie es jetzt, so wie es ne, funktioniert, funktioniert es gut.
da kann ich mir im Endeffekt meine Temperatur regeln, dann soll die Heizung angehen und ne, dann soll sie wieder ausgehen und fertig. Ja, aber die ist mir jetzt ein bisschen, zu warm geworden. Und da habe ich mir gedacht, jetzt drehe ich die lieber ein bisschen runter. Das ist besser. So, stellen wir den hier rein. Aber wir sind schon wieder bei 20 Minuten, das ist der Wahnsinn. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns gerne morgen hier wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao.